Der erste Gedanke, wie wir dieses Büro betreten haben, war, dass wirklich ein großes Potenzial besteht, das zu entwickeln und die Fantasie aufgegangen ist, um das entstehen zu lassen, was heute wirklich wahr geworden ist. Also wir sind jetzt hier im Büro in der Hauptstraße 4, das ist direkt neben dem Ars Electronica Center. Allerdings aufgrund von einem Änderungswunsch, die Firma auch neu auszurichten und neu zu positionieren, neu darzustellen, war der Wunsch natürlich gegeben, auch ein neues Büro zu suchen. Ein Makler war eigentlich von Anbeginn außer Frage, dass wir einen brauchen. Denn ich sehe die Suche nach einem geeigneten Objekt, sowohl im privaten wie auch im beruflichen Umfeld, da setze ich einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung dran, die für mich interessant ist. Wo es darum geht, eben die besonderen Bedürfnisse zu erkennen, wo ich diese Immobilie, die der Interessent gern haben möchte, finde. Der Makler hat ja durch seine Kenntnisse des Marktes auch ein Repertoire an Immobilien und aus dem heraus erspart sich der Interessent viele unnötige eigene Besichtigungsnotwendigkeiten, bis er zu seiner Immobilie kommt. Grundsätzlicher Wunsch und die grundsätzliche Anforderung war ja, etwas Besonderes zu finden, etwas Einzigartiges. Wir befinden uns hier im vierten Stock mit vorhandener Dachterrasse und somit einen schönen Blick über Linz drüber, das uns natürlich vom Ausblick, aber auch von den Gedanken her eine Freiheit gibt, die wir nur selten in anderen Objekten vorgefunden hätten. Was uns die Frau Nimmervoll sehr, sehr stark unterstützt hat, war bei der Auflösung des bestehenden alten Vertrages, also vom Vorgängerbüro. Was mir dabei ganz wichtig erscheint, ist nicht nur die Begleitung drinnen, sondern auch diese rechtlich fundierte Grundlage, die uns geholfen hat, diese vertragliche Beziehung sauber und sehr elegant auch aufzulösen. Suche einer Immobilie ist diesen Anspruch, also nicht nur in Form von Fakten, sondern dieser emotionale Anspruch an eine neue Immobilie, auch wirklich so gut wie möglich und so emotional wie möglich dem Immobilienmakler auch wirklich kundzutun. Denn je mehr er sich oder sie sich dann einfühlen kann, desto eher wird seine Zielpunktlandung werden.